So, und hier sind wir beim Podcast von Sven Heidenreich, Folge Nummer 429, ja, Folge Nummer 29, lange ist es her. Ja, und ich habe jetzt wieder meinen anderen Pullover an, das heißt also, das Gerät hält jetzt wieder besser. Ja, wieder direkt unter dem Kinn und ich gebe meinen Katzen jetzt Nassfutter, mache die Klos sauber und dann trinken wir in Ruhe einen Kaffee. Ja. Weil Mia möchte Nassfutter haben, soll sie kriegen. Und naja, jetzt immer zu warten, bis sie das Trockenfutter leer gefressen haben, naja, ist ja Quatsch, weil man kann es letztendlich auch wieder zurückkippen. Und dann ist ja in einer Tonne und dann kriegen sie halt das nochmal. Das ist ja nicht schlimm, aber das ist ja kein Problem. Das machen wir jetzt auch so. Jetzt kriegen sie also Nassfutter. So, machen wir mal zu hier. Ja, weil Mia ist doch eher die Nassfutter-Esserin und von daher, ja, machen wir das jetzt auch so. Sie hat nämlich schon gemeckert heute Nacht, weil sie Hunger hatte. Und ja, ihr seid natürlich wieder live dabei. Wie ich meinen Katzen was zu fressen gebe. Das ist, wie gesagt, kein großer Akt, aber es füllt die Folge und danach wird ein Kaffee getrunken. Also dann haben wir wieder, ja, das Gerät ist auch schön voll. Meine Apple Watch und mein Handy befinden sich im Ladezustand. Ja, immer noch, muss man ja sagen. Ja, die Apple Watch hatte ich gestern wirklich zu Hause gelassen. Als ich die Palette gemacht habe, ich habe also nur mein Handy mitgenommen und habe überhaupt keine Uhr mitgehabt. Das war schon relativ ungewohnt, wieder nur aufs Handy zu fassen und Handy anzumachen. Wie spät ist es jetzt? Ja, zumal ich konnte ja auch manchmal gar nicht auf die Uhr gucken oder aufs Handy, weil meine Hände ja so ölig waren. Und ja, aber ich habe die Palette geschafft gestern. Und ja, heute ist irgendwas anderes. Ich weiß noch nicht was, aber mal schauen. Und heute auf jeden Fall etwas mit nicht so viel Dreck. Das heißt, heute kann ich dann die Apple Watch wieder mitnehmen. Ist mir auch ganz lieb, weil ohne Apple Watch fühle ich mich einfach nicht wohl. Ja, da kann man mal sehen, wie ich diese Uhr schon für mich so als Hauptmerkmal oder als, ja, es ist einfach so. Für mich ist die Apple Watch wirklich die Uhr schlechthin und ja, es wird auch. Ja, das ist einfach so. Kann man nicht erklären. Das ist so. Jetzt brauche ich natürlich auch die Schüssel von Mia. Ja, das Gerät, wie gesagt, ist hier am Pullover. Das heißt, ihr bekommt alles soweit mit. Da ist auch schon die Schüssel von Mia. Ne, Dicker? Jetzt kommt Nassfutter. Ja, ich habe ja auch alles schon hier. Das heißt, die Schüsseln sind ja jetzt hier. Und das heißt, ich brauche ja bloß noch Nassfutter da rauszunehmen. Mache ich jetzt auch gleich. Genau, 1, 2, 3. Ja, jetzt geht's schon los. Die Katzen wissen das natürlich. Und deswegen, ja, was aber gut ist. Gut. Ja. Ja, dass du zuerst schreist, war mir klar. Das war mir klar. Genau, jetzt machen wir mal ein bisschen durchschütteln hier. Die Tüten, so. Achso, ich sollte vorher noch meine Ärmel hochziehen. Das ist vielleicht sogar noch ein bisschen besser, so. Und dann kriegt erst die Mia. Weil die hat am lautesten geschrien, war mir. Gut. Also sollst du auch als erstes kriegen. So. Da haben wir jetzt die Schüssel. Ne? Ja, hört er sie? Blacky wird zwar auch seine Geräusche gleich machen, aber Fehlanzeige, Leute. Mia kriegt zu. Ja, Dicke. Herrchen ist doch schon da. Ja, du kriegst zuerst. Guck mal. Genau. So.
Jetzt kommt Blacky dran, damit Mieze nachher in Ruhe im Schlafzimmer fressen kann. Ich mache dann auch die Tür zu vom Schlafzimmer, damit er auf keine dummen Gedanken kommt. Ich kenne das ja von ihm. Ja. Genau. Muss ich das Richtige? Ja, das ist deine Schüssel, Dicker. Ja, ja. Nassfutter ist ja immer noch das Beste. Das lieben sie natürlich. Und bis das hier so rausgeht aus der Tüte, so. Ja. Zack. Und jetzt klein machen. Ist doch klar. Ja, ich mache das natürlich alles mit den Händen. Weil ich finde, das ist am einfachsten. Für mich jedenfalls. Klar, man könnte auch irgendwie ein Messer benutzen. Und aber wozu? Erstens, wozu Geschirr dreckig machen, wenn man es sowieso nur kurz braucht? Zweitens, kann man sich die Hände waschen. Beim Klo ist es ja genauso. Da sammle ich die Klumpen auch mit den Händen ein und schmeiße sie dann ins Klo, weil ich habe ja dieses Kristallstreu und das löst sich ja gleich auf und dann spüle ich es runter. Da wasche ich mir ordentlich die Hände. Das ist auch kein Problem. Ja. Kann sich sicherlich der ein oder andere von euch nicht vorstellen, vor allen Dingen der Sehende nicht, weil der es ja mit der Schaufel macht. Aber ja, für mich ist es halt so effektiver und ja, jeder macht es halt auf seine Art, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, und das ist auch gar nicht so eklig, wie viele denken, weil dadurch, dass gut ist, sei denn die sind gerade frisch, die Würstchen da drin, aber letztendlich ist es ja so, dass alles sehr trocken ist. Also bevor man das, meistens ist es ja so, dass man die wirklich so rausnehmen kann, na, und dann hat sich die Sache, also das ist nicht so schlimm, wie es vielleicht klingt. Ja. Und ja, aber es ist ja, halt, man hat Tiere und bei Tieren ist es ja sowieso so, na, man muss ja damit leben, dass die letztendlich auch mal daneben machen oder ja, oder dass sich ein Tier mal übergibt oder so. Und da darf man ja auch nicht so kleinlaut sein. Und manche Leute sind so, ne? Die sollen sich am besten keine Tiere anschaffen. Ja, ist ja mit Kindern genauso, ne? Ich meine, wenn Leute schon ein Problem damit haben, ein Kind zu wickeln, weil ihnen der Geruch stört, dann sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Ja, das ist nun mal so. Ja, das ist völlig normal und spätestens wenn wir mal krank sind, dann passiert uns das auch. Und also, ja, das ist halt immer, ja, die Menschen versuchen immer alles so. So, Mieze. Mieze hat auch was. Genau, jetzt werden wir mal die Tür zumachen, bevor Blacky auf dumme Ideen kommt. Mieze kann erstmal auffressen. So. Mia ist auch noch am Fressen. Ja, das ist halt so, ne? So kann man den Podcast letztendlich füllen, ne? Mit so banalen Dingen letztendlich. Aber auf der anderen Seite, ist es halt einfach mein Tagesablauf. Ja, das ist einfach so. Und ja, warum sollte ich euch den vorenthalten letztendlich, ne? Und so kriegt er halt mit, wie ich alles mache. Ja, und wenn ich das morgens schon mache, ist es natürlich morgens schon voll das Programm letztendlich. Ne? Also ich mache es nicht jeden Morgen, klar. Aber wenn ich das jetzt morgens mache, so wie jetzt, dann ist man einfach, ja, man ist letztendlich schon morgens ganz schön beschäftigt. Aber das bringt einen auch ein bisschen auf andere Ideen. Und auf andere Gedanken vor allen Dingen, ne? Also gerade wenn man so alleine ist, und bin ich ganz froh, dass ich diese Verantwortung einfach noch habe. Dass ich meine Katzen habe. So, jetzt machen wir noch die Klos sauber. Ja. Volles Programm heute. Und danach wird noch Kaffee getrunken. Also das wird ein schöner, langer Podcast. So, wie er halt immer. Das ist halt Podcast von Sven Heidenreich. Hier werden Alltagsdinge gezeigt und das ist ja auch okay. Alltagsdinge.
Ja, und ihr hört jetzt mal, wie ich die Klos sauber mache auch. Das ist ja auch was mehr, es ist ja auch menschlich letztendlich. Ja, und vielleicht kommt ja der ein oder andere, der Katzen hat, auch auf die Idee, Mensch, Kristallstreu. Gar keine so schlechte Idee. Also ich liebe dieses Streu. Es ist halt ein bisschen teurer. Man kriegt es also unter anderem bei Zoo Plus. Ich weiß auch gar nicht, wo noch. Aber ich finde dieses Kristallstreu einfach super, weil man spart sich jede Menge Säcke. Ja? Man muss nur, weiß ich nicht, wenn man jetzt eine Katze hat, dann braucht man, glaube ich, nur alle 4 Wochen das Katzenklo richtig auszusieben. Ich habe ja nun 3 Katzen und 2 Klos, was auch reicht. Es gibt immer so eine Regel, man soll ein Klo mehr haben als Katzen. Wo ich aber wieder sage, ja, das mag ja sein, wenn man ein großes Haus hat vielleicht. Aber wenn ich nur eine Wohnung habe und ja, ich muss ja die Klos alle irgendwie unterbringen. Ne? Und ja, das ist natürlich, ja, seht ihr, jetzt habe ich hier die, zack, jetzt habe ich so einen kleinen Eimer hier. Und da tue ich jetzt, ja, ihr hört es ja, es ist trocken. Ja, es ist also kein Munchepunch. Und das ist das Gute, man sammelt es einfach hier raus. Zack. Ja, gerade als Blinder ist es wirklich besser, als wenn man jetzt irgendwie mit einer Schaufel da rumguckt. Und dann doch nicht alles kriegt, weil... Ja, aber gut, man kriegt hier auch nicht alles raus. Also ein Sehender würde immer noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen ordentlicher machen. Das möchte ich gar nicht bestreiten. Um Gottes Willen, ja. Weil er sieht es ja letztendlich auch. Und aber ich sag mal, so an sich. Ja. Es ist schon bedeutend viel, aber naja gut, soll sich auch lohnen. Ne? So, das kann sie wieder. Naja, Mias Katzenklo ist schon mal sauber. Das stellen wir schon mal nach oben. Ja, ich bin wahrscheinlich der Einzige, den man so kennt, der das Katzenklo auf dem Schrank hat. Aber was will man halt machen? Ja, also wenn man 3 Katzen hat und jede Katze braucht ja eben Platz. Und wenn alle Katzenklos auf dem Boden stehen würden. Moment. Ich will das Katzenklo noch ein bisschen nach rechts ziehen. So. Nicht das noch. So. Ja, und da will man natürlich. Der Kater, der hat ja auch die Eigenschaft, wenn die Klos unten stehen, dann geht der überall rauf und dann oben überlegt er sich das. Weil oben halt Mias Reich ist. Und auch Mieze, die geht zwar oben aufs Klo, die traut sich wiederum, aber auch die geht nicht so nah an Mia ran. Also da zeigt ihr Mia auch, du pass auf, hier, du darfst zwar aufs Klo, aber dann ist auch gut. Ja, so, jetzt machen wir das 2. Katzenklo. Das 2. Katzenklo. Ja. Da haben wir es doch. Das ist meistens etwas dreckiger, weil, also was heißt dreckiger? Da ist es ja Blecki meistens. So. Aber auch das haben wir im Griff. Ja, wie ihr seht oder wie ihr hört, man nimmt einfach nur das raus, zack, und die Wurst raus und tut sie einfach in den Eimer hier, in den kleinen Eimer, und da ist überhaupt nichts dran. Ja, das war's schon. Blackie will natürlich schon zur Mieze rein, was aber nicht geht, weil ich die Schlafzimmertür zugemacht habe, damit Mieze in Ruhe fressen kann. Sonst würde er nämlich auch noch Mieze alle wegfressen. Bei mir traut er sich nicht ran, aber
So, dann kippen wir das mal ins Klo. Jetzt hört ihr auch gleich, wie es zischt. Ja, jetzt zischt es, habt ihr gehört? Das ist so ein bisschen wie, als wenn man eine Brausetablette reinschmeißt. Und jetzt kann man es einfach runterspülen. Fertig. Ja, und das ist natürlich Gold wert, weil man spart sich wirklich dieses Ganze in Tüten packen und immer wieder runterbringen. Und ja, zumal wir haben ja hier so einen Müllschlüssel, den wir, ich weiß auch gar nicht, wo hier die Müllhäuser sind. Und die sind auch meistens so überfüllt und alles, deswegen lasse ich meistens jemanden Müll runterbringen. Aber ich habe auch nicht viel Müll, ich habe ja meistens immer nur eine Tüte. Und ja, ist mir auch lieber, bevor ich da rumtapse und die ganzen Mülltonnen irgendwie anfassen muss oder um zu gucken, wo ist was drin und wo nicht. Ja, bringe es meistens Eda und Stefan am Wochenende runter. Zumal der Müllschlüssel ja auch hier irgendwo immer hängt und ja, wir haben nicht jeder einen. Wäre natürlich besser gewesen, aber naja. So, jetzt natürlich ordentlich Hände waschen, das ist klar. Aber ihr hört ja, dass ich das mache. Ordentlich einseifen. So. Ja. So. Genau. So, dann haben wir das erledigt. Ich habe dann mal miterlebt, wie ich die Klos sauber mache, wie ich die Katzenfütter, Nassfutter. Ich werde gleich nochmal gucken, wie viel Wasser sie haben. Also ein Wassertopf, der steht auch auf meinem Schrank. Also jetzt nicht auf den Schrank, wo Mia ist, sondern also schon, aber weiter unten natürlich. Da, wo sie halt besser rankommen. Da trinken sie ja alle draus. Ich hatte ja, wie gesagt, meinen Katzenbrunnen, aber der ist mir leider kaputt gegangen. Da hat der Motor irgendwann aufgegeben. Ja, die Dinger sind halt auch nicht für ewig gemacht. Ne? So, jetzt gucke ich mal, wie viel. Naja, das können sie noch austrinken. Das lassen wir noch. So. Ja, jetzt haben wir den Katzen also Wasser und alles gegeben. Ich weiß nicht, ob Nietzsche noch frisst. Ich muss mal kurz hören. Dann lasse ich den Dicken rein und dann können wir noch einen schönen Kaffee trinken. Scheint. Mietze, fress mal. Ja, Blecki schnurrt hier schon. Der hat sein Fressen natürlich schon aufgegessen. Der ist ja immer der Schnellste. Sie wird schon gefressen haben, wir können ja auch nicht ewig warten. Ich mache jetzt die Tür auf und lass den Dicken rein. Sollen die sich mal selber einigen. Und ja, ich gehe jetzt mal ich gehe jetzt mal den Kaffee machen und dann hat sich die Sache. Die Hauptsache ist für mich ja, dass Mia gefressen hat, weil die braucht das am nötigsten immer. Die isst ja auch am liebsten Nassfutter. Mietze begnügt sich ja noch mit Trockenfutter irgendwie, aber naja. So, gut. Jetzt habe ich hier meinen Kaffee. Ja, und ich bin wirklich begeistert von diesem Kristallstreu. Also das ist wirklich was, das habe ich durch Ela kennengelernt. Und ich muss sagen, also früher hatte ich ja auch das normale Klumpstreu, wo man einfach nur die Klumpen nimmt und in eine Tüte packt und die Tüte dann wegbringen muss. Und ich muss sagen, seitdem ich das Kristallstreu habe,
Wirklich super. Also das erleichtert einen schon einiges und kann ich nur jedem empfehlen, der, also gerade wenn man blind ist und ne, und ist es wirklich eine Wohltat, ja. Man tut einfach nur die Klumpen ins Klo, spült sie runter, fertig. Ja, das ist wirklich und es verstopft auch nicht. Also klar, man muss bei manchen Klos muss man halt letztendlich 2-3 Mal spülen. Das kann passieren, je nachdem, was man für eine Toilette hat. Aber je nachdem. Also aber im Normalfall kriegt man das auch mit einmal dann runter und dann ist gut. Dann hat man es erledigt. Ja, und das finde ich halt wirklich praktisch. Ne? Und dann braucht man halt wirklich nur, wenn man jetzt nur eine Katze hat, irgendwie alle 2-3 Wochen oder 4 Wochen, je nachdem, wie empfindlich die Katzen sind, hängt ja auch immer von den Katzen ab. Ne? Aber dann braucht man halt nur noch das Klo richtig aussieben, einmal im Monat. Und das muss natürlich sein. Ne? Also einmal komplett neues Streu. Gut, das machen halt Ela und Stefan, also meistens Ela, weil das kann ich nicht. Also da muss man ja das Streu in die Tüte kippen und dann die Klos richtig auswaschen und so. Und das traue ich mir nicht zu, also bin ich ehrlich. Also nachher reißt mir noch die Tüte beim Laufen und dann, ich kann es auch nicht wegfegen dann. Und das, nee, also da hole ich mir dann schon Hilfe und das ist auch okay. Ja, ich habe ja immer gesagt, das ist ja so mein Leitspruch immer, man sollte nie damit angeben, was man kann, sondern viel schwerer, glaube ich, ist es zu sagen, oder viel, viel schwerer fällt es vielen Blinden wirklich zu sagen, wo sie Hilfe brauchen und wo nicht. Ja, und das ist halt wirklich so ein Problem. Ja, die meisten, wenn sie irgendwas können, ich kann alles alleine und dann, ja, guckt man hinter der Fassade, dann können sie es letztendlich doch nicht. Oder sie machen es halt so, dass man dann als Sehender natürlich sagt, ja, schon klar, guck dir mal die Wohnung an oder guck dir mal die. Und deswegen, also es ist eigentlich mehr die Kunst zu sagen, wann man Hilfe braucht. Ja, also das, und ich bin ein Mensch, ich sag das und ich kann einige Sachen einfach nicht alleine und dazu stehe ich auch und ich, genauso wie ich nicht kochen kann, das ist einfach so, ja. Ich habe LPF und alles gehabt, aber mir liegt das einfach nicht. Und nur weil jetzt 2-3 Blinde irgendwie sagen, ja, man muss es können und bla bla bla, Quatsch, ich meine, auch Sehende können nicht kochen. Ja, also genauso wie mit dem Mobilsein, ja. Es gibt Blinde, die sind mobil, es gibt und Blinde, die sind so wie ich, die sind halt nicht so mobil. Ich kann halt meine 2-3 Wege. Und jetzt hier im Manschnow kann ich halt wenig Wege oder fast gar nicht, weil es halt alles sehr weit weg ist. Ne? Aber das finde ich auch nicht als Problem, weil erstens bin ich sowieso nicht der Typ, der gerne einkaufen geht alleine. Ja, gerade jetzt auch mit den ganzen Preisen. Und da ist es schon, und ich meine, Edeka ist sauteuer. Da finde ich es schon gut, dass Ela und Stefan dann irgendwie zu Lidl fahren. Sie sind ja in Selo. Und ja, das sind einfach so Sachen, ja, wo ich sage, okay, damit lebe ich einfach. Und ja, ist auch mein Leben. Ne? Also, und ich habe auch nicht die Geduld, einkaufen zu gehen. Wenn ich einkaufen gehe, stehe ich meistens im Geschäft und weiß gar nicht, was ich holen soll. Also ich bin einfach kein Einkäufer. Das war ich noch nie. Und ja, das sind halt so Sachen, da lasse ich mir einfach helfen. Aber das gebe ich dann auch offen zu, ne, und sage, gut. Und dann gibt es wieder Sachen wie Technik und Kabel und wo wieder ein anderer sagen würde, du schließt das und das alleine an oder du fummelst dich da zurecht, bis es funktioniert. Ja. Das mache ich wiederum. Ne? Da bin ich einfach so, dass ich dann so lange rumprobiere, bis ich's habe. Ne? Das ist halt mein Gebiet letztendlich. Und so hat einfach jeder sein Gebiet, wo er halt sich Sachen zutraut. Ja. Und ein anderer halt nicht. Ne? Der eine ist in der Küche total fit, der andere ist in der Technik total fit. Ne? Und ein dritter ist in der Musik total fit. Und das sind einfach alles so Gebiete. Ne? Das ist ja bei Sehenden genauso. Wie viele Sehende können nicht kochen? Da braucht man ja bloß mal eine Umfrage zu machen. Und ich finde einfach
diesen Selbstständigkeitsdrill bei Blinden immer und auch Blinde untereinander, die dann immer gegenseitig hetzen und na mach doch mal LPF und dann der mach doch mal, das ist einfach ungeheuerlich, ja, weil nicht jeder kann das, ja. Und ich finde es dann immer schon witzig, wenn manche Blinde, die so hyper selbstständig sind, einem sagen, kannst du mal die Dropbox einrichten, ich kann das nicht so. Wo ich dann so denke, ja, Selbstständigkeit hin und her, aber das sind dann so Kleinigkeiten, aber das meine ich halt. Ne? Da müsste man viel mehr aufeinander zugehen und sagen, okay, der eine hat die Stärken da, ne, und der andere hat sie halt da. Und das finde ich einfach äußerst wichtig, den Menschen einfach zu akzeptieren und zu sagen, gut, jeder hat seine Schwachpunkte und ja, der eine ist halt unmobil, der andere kann nicht kochen. Ja, und so kann man sich natürlich ergänzen. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel eine Partnerin hat, die halt mobil ist, die halt kochen kann, aber halt die Technik nicht beherrscht, ne? Und schon ergänzt sich das. Ne? Sie ist dann diejenige, die kocht, sie ist dann diejenige, die auch die Wege besser kann letztendlich. Ja, und ich bin dann halt der in der Technik halt irgendwie die Sachen macht. Ne? Und so kann man sich ergänzen. Ne? Und das ist doch eigentlich viel wichtiger, als wenn man immer fordert und immer sagt, ja, der Blinde muss halt das und das können, weil es können alle anderen auch. Und man muss ja auch immer bedenken, es gibt immer irgendeine Sache, die man kann. Ja? Also viele denken ja dann immer gleich so, das war ja auch bei mir immer das Problem, dass ich dann immer gedacht habe, hey, was kann ich überhaupt und so. Aber letztendlich ist es ja so, dass jeder seine Stärken hat und es gibt immer irgendeinen Punkt, wo man einfach dem anderen so ein bisschen überlegen ist. Ne? Das ist einfach so. Und das ist ja auch der Reiz der Sache letztendlich. Ne? Was bringt mir zum Beispiel eine Freundin, die in allen Sachen genauso ist wie ich? Dann hat man ja nur ein, ja, ich auch, und dann kommt man ja auch nicht voran letztendlich. Ne? Und wenn man von sich gegenseitig was lernen kann, ist das natürlich auch eine schöne Sache. Ne? Ja, aber wie gesagt, ich zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich will eine Frau, dann würde ich nie gucken danach, ist sie jetzt mobil oder nicht, kann sie kochen oder nicht, das ist mir vollkommen egal, interessiert mich überhaupt nicht. Ja, sie muss einfach für meine Seele gut sein und das kann man nicht lernen. Also, klar kann man Psychologe oder sowas werden, aber das meine ich halt nicht. Aber das muss halt passen und das ist nichts, was man lernen kann, sondern das muss einfach, dass zwei Menschen treffen sich und dann läuft es, ja. Und das ist letztendlich wurscht, ob derjenige mobil ist oder irgendwie kommt mir einer zu dem anderen schon hin. Ne? Also deshalb soll es ja auch in der Nähe sein. Und ja. Das finde ich einfach sehr wichtig immer. Also, dass man halt wirklich auch sagt, wo man Hilfe braucht, wo halt nicht. Ich meine, es ist ja schon so, manche Sehende gucken ja schon komisch, wenn man als Blinder allein einen Kaffee macht. Ne? Also das ist ja für manche schon unbegreiflich. Man muss sich auch mal bedenken, wie ist es in der normalen Welt? Und für den Sehenden ist das ja schon, boah, wie macht der das? Ne? Also das ist ja schon, ne, was ja unter Blinden, also was ich auch sehr gelernt habe, ist, unter Blinden habe ich mich immer als so ein, ja, zwar irgendwo so sicher gefühlt, aber auf der anderen Seite auch, ja, man wurde halt sehr getriezt. Also man wurde auch von anderen Blinden oder auch die Lehrer, die dann, du musst das alleine können und warum kannst du es denn noch nicht? Und aber letztendlich richtig vermittelt haben sie einen das ja auch nicht. Und ja, auch wie sie mal alle mit diesem LPF kommen, also mit diesen lebenspraktischen Fertigkeiten. Das ist ein Training, das lernt man zwar, aber die Sachen, die man da lernt, sind teilweise so lächerlich. Also zum Beispiel, man kriegt dann gesagt, ja, du musst mit dem Kochlöffel prüfen, ob der Topf richtig auf der Platte steht. Und ich habe gesagt, ja, sicher, mit dem Kochlöffel fühle ich überhaupt nichts.
Dann nehme ich halt meine Hände kurz. Ja, aber da kann man sich verbrennen. Sag ich, ja, und das sind nur meine Hände. Also das sind so Dinge, wo Trainer überhaupt nicht auf einen eingehen, ja, letztendlich nur ihre Suppe kochen und nur weil sie das irgendwo, irgendwann mal gelernt haben. Das Schlimme ist, sie sind ja selber noch nicht mal blind. Das kommt ja dazu, ja. Das ist genauso wie die Mobi-Trainer, die irgendwas gelernt haben, dir was vermitteln wollen und letztendlich ist die Wirklichkeit, die bietet ja immer wieder neue Gefahren und immer wieder ändert sich was und das Leben ist sowieso Veränderung. Das heißt, kein Mobi-Trainer kann dir Training fürs ganze Leben geben. Und ich habe ja nun auch zwei verschiedene Trainer gehabt letztendlich. Also einmal Frau, ich sage jetzt keine Namen, muss ich ja nicht, um Gottes Willen, ist vielleicht doch besser so. Und ich habe mit beiden Trainerinnen, waren ja Frauen, unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und heute würde das wahrscheinlich wieder ganz anders ablaufen. Ne? Also jetzt haben wir 2022 und ich muss sagen, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Trainer immer so ein bisschen auch diesen Lehrer, dieses Lehrer-Image haben. Also man fühlt sich unter so einem Trainer immer so ein bisschen, obwohl meine letzte Trainerin ja wirklich sehr locker war und eigentlich, aber trotzdem ist es immer so dieses, na, was haben wir denn jetzt gemacht so? Und ja, und ich glaube, deshalb sträuben sich einfach auch viele. Also sie reden zwar nicht drüber, aber es gibt natürlich auch Blinde, die sagen, oh, Mobilitätstraining und genauso wie mit dem Stock beantragen. Ja, das ist gut, man hat alle 2 Jahre Anrecht auf den Stock oder alle 3 Jahre ist es jetzt, ich weiß es nicht so. Aber wenn man dann doch nicht den Stock kriegt, den man haben möchte, ja, letztendlich entscheidet dann die Kasse und man muss so oder so zuzahlen. Ich musste ja bei meinem Revolution auch zuzahlen. Und ich glaube, den gibt es heute schon gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Aber das sind halt so Dinge. Ja, es wird, also wenn ich einen Stock will, möchte ich mir den eigentlich selber aussuchen und dann möchte ich ihn auch selber kaufen. Weil ich möchte ja den Stock haben, den ich will und nicht den, den mir die Krankenkasse vorschreibt. Ja, und klar werde ich auch mal wieder vielleicht irgendwann einen Stock von der Krankenkasse nehmen. Aber letztendlich, ach so, und dann gibt es ja noch die nette Ausrede, wenn man irgendwas braucht, dann kommen ja so, und dann kommen ja so Blinde, die gerade Blinde, stelle ich immer wieder fest, nee, du hast doch dein Blindengeld. Das ist auch so eine blöde Ausrede. Das Thema hatten wir ja auch schon mal im Podcast und wo ich auch immer wieder sage, Leute, ich zum Beispiel lebe von dem Blindengeld. Ja? Also ich kriege das Geld vom Amt, ich kriege das Geld von der Werkstatt und ich kriege mein Blindengeld so. Und davon lebe ich. Ja? Davon kaufe ich Lebensmittel. Ja, und klar, ich möchte halt nicht ständig überlegen müssen, was kaufe ich mir jetzt und da kann ich das essen und ist das nicht so teuer? Und nee, natürlich benutze ich mein Blindengeld auch zum Essen kaufen. Ja, ich lege es doch nicht zur Seite und sage, gut, ich benutze jetzt fürs Essen kaufen nur die Sozialhilfe und meinen Lohn. Würde auch gar nicht gehen, weil das reicht ja gar nicht. Ja. Ja, aber es ist immer wieder lustig, wenn dann so andere Blinde sagen, ja, wozu hast du dein Blindengeld? Wo ich so denke, Alter, jetzt geht dich ein Scheißdreck an, wofür ich mein Blindengeld ausgebe. Ja, und ja, das sind so Sachen, ne? Also, das ist auch wieder Podcast von Sven Heidenreich. Hier sollen einfach Sachen angesprochen werden, wo die meisten das hinnehmen oder wo die meisten dann immer so sagen, ja, ist halt so. Ne? Und hier bei Podcast von Sven Heidenreich, wir sagen unsere Meinung und wir leben auch unsere Meinung und das finde ich einfach wichtig. Ja. Und ich höre ja auch immer wieder, dass Leute sich auch eine Begleitung nehmen und das überhaupt nicht schlimm ist. Ja, ich meine, wer ist ehrlich gesagt, wer ist denn wirklich gerne alleine unterwegs? Ich meine, gerade in der heutigen Zeit, ja, wo man sowieso vieles alleine macht und viel oft alleine ist, und ich bin ja nun wirklich sehr oft alleine, wenn ich jetzt noch alleine überall hin müsste, also das wäre ja noch mehr alleine sein und ich möchte einfach, weiß ich nicht, ich möchte ins Kino gehen mit jemandem zusammen, ich würde nie auf die Idee kommen, ins Kino allein zu gehen. Was habe ich denn davon? Ja, aber ich schreibe niemandem das Leben vor. Ne? Also jeder sollte so leben, wie er das für richtig hält. Und das ist halt die Hauptsache. Ja?
Ich bin auch kein Freund von blinden Hunden. Nicht, weil ich blinden Hunde nicht mag, sondern weil ich nun mal Katzen habe und weil ich mir ein Leben mit blinden Hund und drei Katzen nicht vorstellen könnte. Also, das wäre mir auch zu viel. Also, mir sind ja schon manchmal meine drei Katzen, wo ich so denke, oh, boah, jetzt noch einen blinden Hund dann mit dem Mank. Also, und das wäre, wie gesagt, anders, wenn ich vier oder fünf Zimmer hätte. Ja. Aber ich habe nur zwei Zimmer. Und zwei Zimmer und drei Katzen und einen Hund, das geht nicht. Das ist zu viel. Ja, die würden sich ja hier auf die Füße treten. Und gerade der Blindenhund ist ja auf denjenigen fixiert. Ja, so mit so einem normalen Hund würde das vielleicht noch gehen, weil man da sagen kann: Okay, Katzen ab ins Schlafzimmer. Der Hund läuft im Wohnzimmer rum. So, fertig. Ne, so. Und aber der Blindenhund ist ja auf die Person fixiert. Und das ist wieder eine ganz andere Sache. Und der ist dann vielleicht. Der ist dann vielleicht auch im. Der möchte ja dann auch bei Herrchen oder Fräuchen bleiben. Und in meinem Fall ja dann Fräuchen, wenn es eine Frau mit Blindenhund wäre. Und ja, und Blackie ist auf mich fixiert wiederum. Und naja, ich weiß nicht. Also das würde nicht gut gehen. Ja. Also nicht gut gehen in dem Sinne. Blackie will halt spielen und der Hund. Und dann lass mal den Hund, lass mal die Katze ans Auge gehen. Ja. Alles verhindern letztendlich. Und deswegen sage ich, also eine Frau mit blinden Hund nicht unbedingt, wenn es sich ergibt, dann ist es so. Also ich bin jetzt auch keiner, der sagt, nee, auf keinen Fall, aber man versucht es natürlich zu vermeiden. Ne? Nehmen wir eine Frau, die eine Katze hat, zum Beispiel. Oder eine Frau, die noch ein bisschen was sehen kann und dann so einen kleinen Taschenhund hat. Ja, mir ist auch ein Blindenhund einfach viel zu groß. Also gerade für die Wohnung hier. Wenn ich mir vorstelle, zwei Zimmer und dann so ein Labrador oder so ein Golden Retriever oder von mir aus noch ein Schäferhund. Das ist einfach zu viel hier. Ja, wie gesagt, die Tiere würden sich auf die Füße treten. Ja. Oder man müsste halt wirklich ausmachen, dass man dann sagt, gut, wir treffen uns nur bei der Person, also bei der Freundin dann und fertig. Ne? Ist auch eine Möglichkeit. Aber alles andere würde einfach nichts bringen, weil das, wie gesagt, drei Tiere sind schon genug und noch ein Tier dazu. Ja, so ein kleiner Hund, das ist was anderes. Ja, den kannst du ja auch hochnehmen, wenn irgendwas ist. Oder ja. Manche Hunde kommen ja auch mit Katzen klar und dann so, das geht ja dann auch noch, aber man kann ja auch als Sehender noch anders reagieren, sage ich jetzt mal. Ja, man sieht ja, wie die Katze ansetzt zum Beispiel. Und da kann man ja noch den Hund greifen, was man als Blinder ja nicht sieht. Kann es ja schon zu spät sein. Ja, und wenn der Blindenhund dann irgendwie verletzt ist oder am Auge und dann kommen wieder Tierarztkosten auf einen zu, ne, das ist natürlich auch nicht schön. Und das sind alles so Dinge, sollte man bedenken. Vor allem, wenn man so eine kleine Wohnung hat wie ich. Ne? Also, das ist halt mit zwei Zimmern, das geht nicht. Da kannst du nicht. Ne? Wenn du vier Zimmer hast, ist was anderes. Da kannst du ein Katzenzimmer machen. Da kannst du die Katzen sagen, gut, die drei kommen in ein Zimmer, Tür, kriegen Katzenklo rein, fressen drin, trinken drin, fertig. Machst die Tür zu. So, wenn die nämlich alles haben, dann ist okay. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber bei zwei Zimmer, und das sind ja auch noch Durchgangszimmer, das dürft ihr auch nicht vergessen. Du musst ja von Wohnzimmer aus ins Schlafzimmer, da geht es ja schon los. Das kannst du ja nicht mal sagen, ach, ich sperre die Katzen mal ins Schlafzimmer. Ja, also selbst das geht ja nicht. Ich könnte sie höchstens ins Bad einsperren, aber das, naja, alle drei. Oha. Ja, also ihr merkt, das hat alles auch mit der Wohnsituation zu tun. Das ist nicht meine Einstellung. Um Gottes Willen, ich liebe Hunde. Und ich mag auch Blindenhunde. Aber es würde einfach hier in so einer Wohnung wie dieser nicht funktionieren. Zumindest nicht auf Dauer. Also da müsste man schon ein wachsames Auge haben, wahrscheinlich. Und vor allem nachts, wenn wir schlafen und der Blindenhund läuft dann hier rum und die Katzen und. Oh Gott, ich will mir das nicht weiter ausmalen jetzt. Also, ne, das brauche ich auch nicht. Also, ich würde nie wieder froh werden, wenn dem Hund irgendwas passiert durch meine Katzen. Ne? Das könnte ich mir gar nicht verzeihen. Das, um Gottes Willen. Ja. Ich meine, wenn ich das Geld im Überfluss hätte, würde ich sagen, ja gut, bezahle ich halt die Tierarztkosten, falls was passiert. Aber hat man ja nun mal leider nicht.
Und von daher versucht man dann natürlich, das ein bisschen abzuwägen und zu sagen, nee, Blindenhund muss nicht sein. Wenn es halt so ist, dann ist es so. Ich meine, gegen Liebe kann man ja auch nichts machen, ne? Da muss man halt irgendeine Lösung finden. Aber gerade bei diesem Kater hier, der nun sehr aktiv ist und sehr fixiert auf mich und wo ja schon die beiden Mädels hier zu tun haben, ja, würde es auch ein Blindenhund nicht leicht haben. Ja, aber gut, jeder sieht es anders. Es gibt halt Leute, die leben damit und schaffen das irgendwie. Ich wäre damit auch überfordert, das muss ich auch dazu sagen, mit drei Katzen und einem Hund. Also ich würde auch selber nicht auf die Idee kommen, Blindenhund zu wollen, also mit drei Katzen. Wenn ich die Katzen jetzt nicht hätte, vielleicht hätte ich da sogar einen Blindenhund. Weiß ich ja nicht. Aber mit drei Katzen und also, ne, also es liegt nicht nur an der Frau mit dem Blindenhund, das möchte ich auch nochmal betonen. Auch ich selber würde nicht auf die Idee kommen, jetzt zu den Katzen mir einen Blindenhund zu holen. Ne, das wäre mir einfach zu viel. Ich meine, wenn jemand mal mit einem Blindenhund kommt und einen Tag bleibt, das geht auch noch. Da kann man die Katzen vielleicht noch wegsperren. Na? Das geht auch noch. Aber wenn es dann ums Übernachten ginge und 2, 3 Tage oder vielleicht eine Woche oder so, na, wie will man das machen hier in der Wohnung? Na? Oder das müsste so ein ruhiger Hund sein, der irgendwie so cool drauf ist, dass er sich denkt, ach ja, lege ich mich mal da in die Ecke. Ach, soll ja olle Kater kommen, der kann mich mal. Ne? Es kommt ja auch immer auf den Hund an. Ne? Vielleicht sehe ich das ja auch einfach zu eng, wenn ich dann eine Freundin irgendwann mal habe, die einen Blindenhund hat und die so einen Chill-Out-Hund hat, der irgendwie so, ach ja, die Welt ist schön. Ach komm mal, Kater, kannst mich mal. Ja. Dann vielleicht muss ich auch einfach nur lernen, damit umzugehen. Das kann auch sein. Ne? Also wie gesagt, ich will mich da auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und das kritisieren. Ich kann nur aus der momentanen Situation sprechen. Ja? Wie es letztendlich später wird. Ja, ihr wisst ja immer, es kommt immer anders, als man denkt. Und wenn man was will, dann schafft man es ja auch. Aber momentan kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Also nicht bei dem Kater. Aber gut. Vielleicht denke ich ja in ein paar Jahren oder in ein paar Monaten oder weiß ich anders. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal eine Freundin mit einem Blindenhund und sitze hier und mache den nächsten Podcast und sage: Hey, hier ist Podcast von Sven Heidenreich, hier ist meine Freundin und hier ist der Blindenhund von ihr und hier ist mein Kater Blackie. Die lecken sich gerade ab. Wer weiß das? Kann alles sein, ne? Oft sagt man ja vieles und es läuft anders im Leben. Also, das möchte ich einfach nochmal betonen und sagen, ne? Also, selbst wenn man was kritisiert, kann es immer anders laufen. Man steckt ja nie drin. Ich habe auch nie mir vorstellen können, drei Katzen zu haben. Also, ich wollte mal eine Katze und dann hatte ich irgendwann zwei, weil man mir gesagt hat, naja, hol dir lieber zwei Katzen, damit die nicht alleine ist. Nun bin ich ja auch früher noch mit Fernbeziehungen und bin ja auch noch rumgefahren, was ich mir heute zum Beispiel gar nicht mehr vorstellen könnte, weil ich einfach niemanden mehr habe für die Katzen groß. Ela und Stefan sind ja jetzt ein Selo, das heißt, ich kann ja auch gar nicht mehr groß weg. Kann die ja hier nicht eine Woche alleine lassen. Das wäre ja verantwortungslos. Das mache ich auch nicht. Also sage ich auch immer, wenn Leute sagen, komm mal nach Berlin, sage ich, ja, wenn, dann müsste ich das einen Tag machen oder so, aber nicht eine Woche oder sowas. Das geht einfach nicht. Ich kann die Katzen nicht alleine lassen. Dafür habe ich sie, dass ich mich um die Katzen kümmere. Und ich sehe es einfach nicht ein, dass ich mich dann amüsieren gehe oder was ich was, irgendwie essen gehe und mit Leuten rumhänge und ein anderer kümmert sich um meine Katzen. Und ich meine, gerade in der heutigen Zeit, jeder hat ja auch sein Päckchen so zu tragen und das kann ich von niemandem verlangen. Ne? Und man sieht das ja oft, dass Leute dann irgendwie einen Hund haben und dann, ach, wir wollen verreisen, Hund können wir nicht mitnehmen, ach, kannst du mal auf den Hund aufpassen? Und das will ich eigentlich nicht. Also ich möchte nicht, dass mein Tier dann bei fremden Leuten ist oder gerade bei den dreien, das geht ja gar nicht, die müssen ja sowieso hier bleiben. Also braucht man dann schon jemanden, der guckt. Ne? Und ja, eine Katze kann man schon mal alleine lassen. Das ist schon eher als mit einem Hund kannst du nicht alleine lassen. Zumindest nicht 3, 4 Tage. Das geht ja gar nicht. Der braucht ja zu essen. Ja, einer Katze kannst du natürlich, da gibt es schon so Futterautomaten und so eine Geschichte. Ne? Oder auch Klos, selbstreinige Katzenklos. Ja, wenn man das Geld hat, kann man sich das alles holen, klar. Ne? Also, aber ist es die Sache wert?
meine, eine Beziehung ist ja auch, dann fährt man hin und her und so und dann fällt die Beziehung vielleicht in die Brüche und dann hat man sich das ganze Zeug angeschafft und braucht es nachher gar nicht mehr, weil man dann doch wieder zu Hause ist. Also man hat ja auch nie eine Garantie für irgendwas. Insofern ist die Nähe da schon besser, gerade wenn man Haustiere hat. Und da würde sich das ja wirklich, würde ja dann passen, wenn sie auch eine Katze hätte oder so und dann. Ja, Katzen kommen ja immer noch miteinander klar. Das kriegt man ja irgendwie hin, ja. Außerdem, das können die auch selber miteinander ausmachen letztendlich. Müssen sie in der Natur auch. Ja, und wie gesagt, mit dem blinden Hund, das ist halt so eine Sache. Ja, müsste man probieren. Wie das läuft. Aber das müsste ja auch ein verdammt cooler Hund sein, glaube ich, der dann wirklich sich nicht aus der Ruhe bringen lässt und wenn der wilde Kater hier, ich meine, ich weiß ja auch nicht, wie Blackie auf so einen blinden Hund reagieren würde. Vielleicht würde er auch Reis ausnehmen und würde dann den gar nicht beachten oder so. Ne? Das kann ja auch sein. Wie gesagt, man muss das vielleicht einfach mal probieren. Ja. Aber die Frage ist halt, will man das selber, ne? Also mit vier Tiere und in der engen Wohnung. Wie gesagt, so ein kleiner Taschenköter, den kannst du da schnell, ne? Wenn der findet schnell auch einen Platz zum Schlafen, dann schläft er irgendwo in der Ecke oder so oder packt sich aufs Bett und die kriegst du gar nicht mit. Ich möchte nicht mit so einem großen Hund im Bett schlafen. Habe ich eigentlich nicht vor. Also nicht, weil ich was dagegen habe, aber einfach platzmäßig. Mein Kater noch im Bett und dann der Hund. Och du liebe Scheiße. Nee, lass mal. Aber wie gesagt, das sind alles Verhältnisse, die können ganz anders kommen. Ihr kennt das ja, ne? Heute gesagt, morgen ist alles ganz anders. Ne? Und es gibt ja auch verschiedene Leute, es gibt verschiedene Hunde. Ne? Kommt ja auch immer auf die Besitzer an, es kommt auf den Hund an. Ja. Also bis jetzt habe ich auch nie einen, also das ist einfach mal, ich meine, das ist einfach Fakt, ich habe bis jetzt noch nie einen mit einem blinden Hund erlebt, der wirklich gelassen ist. Die meisten sind irgendwie so, und der Hund, was macht der gerade und oh Gott und wusch hier und wusch da. Also ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der wirklich so chillig mit seinem Hund umgeht, so, ach ja, das ist mein Hündchen hier. Was macht der gerade? Ach ja, liegt da in der Ecke. So. Ja, also es sind alles immer so. Gut, nun haben diese Sachen ja auch immer Klischees und gibt ja immer Ausnahmen. Ne? Aber ja, Frauen mit blinden Hunden oder auch Männer mit, die müssen sich ja auch immer so auch präsentieren. Klar, die wollen ja auch ihr Ding durchsetzen. Wenn ich so einen blinden Hund habe, dann muss ich natürlich auch durchsetzen können, dass der überall rein darf. Also muss es auch eine gewisse Art von Mensch sein. Ja, natürlich einer, der so ruhig ist und gelassen ist und auch, naja, mein Hündchen. Ja, der wird natürlich sich nicht durchsetzen können. Das ist auch wieder so eine Sache. Ne? Also was für ein Typ Mensch hat einen blinden Hund? Ja, also ist halt auch wieder so eine. Ich zum Beispiel könnte mir nicht vorstellen, so einen Hund überall mitzunehmen. Also wenn ich mit meiner Freundin ins Kino gehe, möchte ich keinen Hund bei haben. Ja, also da möchte ich nicht, wenn das der Hund dann auch noch irgendwo oder im Restaurant, das ist genauso, ja. Da, oh, wenn man dann im Restaurant sitzt und der Hund liegt dann irgendwo da und dann bettelt der Hund und so, das sind alles so Sachen, wo ich dann so sage, nee, das brauche ich nicht. Zumindest nicht beim ersten Mal. Ich meine, wenn man jetzt so draußen sitzt und mal am Restaurant, das ist was anderes, ja, da ist es mir egal. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Rendezvous mit meiner Freundin, ne, erste Treffen und dann gleich der Hund und dann. Der Hund liegt dann irgendwo und dann, boah, nee, da vergeht mir gleich alles, ehrlich gesagt. Also, da will man ja mit der Frau alleine sein und ja, das ist. Ich meine, gut, in der Wohnung ist es was anderes, das ist ja ihr Hund und genauso wie mit meinen Katzen, ne? Aber gerade wenn du jetzt, es gibt einfach gewisse Sachen, die willst du alleine machen. Ich meine, ich will auch meinen Kater nicht überall bei haben, ja. Es wird auch Punkte geben, wo ich jetzt mal sage, gut, Blackie, raus mit dir jetzt, zack, und dann würde ich ihn auch, also gerade auch wenn man Sex macht oder so, also gut, das würde ihn wahrscheinlich überhaupt nicht interessieren, aber da würde ich auch sagen, Zimmertür zu, Kater raus, ja, also gibt einfach Punkte, oder wenn ich zum Beispiel duschen gehe, möchte ich keine Katze da haben,
Anders war es, wo ich baden war, also wo ich eine Wanne hatte. Da habe ich mir dann gesagt, gut, da habe ich mir zwar auch meine Momente gegönnt, aber da habe ich dann auch gesagt, gut, da ist es nicht ganz so schlimm, weil dann legt sich die Katze halt irgendwo hin und dann, ja, wenn sie eine Wanne fällt, ja, meistens ist es ist ja nie passiert groß. Aber trotzdem, es gibt auch so eine gewisse Privatsphäre und die braucht man auch. Und die Katzen brauchen die ja, die machen das ja genauso. Ne? Wenn die ihre Ruhe haben wollen, dann lassen sie auch keinen ran. Und ich finde das auch wichtig. Ja? Und klar, klar muss meine Freundin damit rechnen, dass meine Katzen auch mal im Bett schlafen. Das ist, also da darfst du nicht pingelig sein. Aber es ist auch okay, wenn beide mal sagen, also wenn ich, meine Freundin und ich, wenn wir auch mal sagen, so jetzt ist gut, jetzt wollen wir auch mal ohne Katzen sein, Tür zu, raus, ja, soll er doch kratzen, der Alte. Also auch da muss man sich natürlich den Freiraum nehmen können. Und ja, und deswegen habe ich auch keinen Blindenhund, weil ich mir das nicht vorstellen kann, also auch auf Arbeit. Also wenn ich mir vorstelle, jetzt gerade jetzt in der Behindertenwerkstatt, ich sitze da und mein Hund liegt da irgendwo und boah, nee, der arme Hund. Ich meine, ihr müsst euch ja vorstellen, in der Werkstatt, da werden auch Schleifarbeiten gemacht und ich sag jetzt mal Sachen, die für den Hund überhaupt nicht gut wären. Und die Geräusche, ihr müsst euch mal vorstellen, die Hettichteile, auch wenn die ausgekippt werden, das ist ein Riesenlärm. Jetzt stell mal vor, man hat so einen Blindenhund. Der Hund wird doch blöde. Also, und das sind einfach so Punkte, wo ich sage, nee, also da lobe ich mir meinen Stock, den kann ich mitnehmen, den kann ich zur Seite legen, ich kann mir einen neuen kaufen, wenn ich keinen Bock mehr habe, ja. Also, ich würde den Stock immer vorziehen. Ne? Weil ein Hund ist ein Lebewesen letztendlich. Und ein Hund, kein Hund ist wie der andere, ja. Einen Stock kann ich mir immer wieder denselben holen. Ja, wenn ich mit einem Stock gut klarkomme, meinetwegen den Revolution, und wenn es den irgendwo noch gibt, ich weiß es ja nicht, oder einen anderen Stock, ja, dann hole ich mir den halt immer wieder, bis es den nicht mehr gibt. Ja, aber mit so einem Hund, du kannst einen guten Hund haben, mit dem du wirklich dein Leben verbringst, dann holst du dir einen anderen und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn das für ein Vieh hier? Ja, also, das ist, deshalb ist das für mich keine Option. Ja, und wie gesagt, überall mit so einem Hund, nee. Imbissbuden und, oh, nee, das muss nicht sein. Also es gibt einfach Orte, einkaufen, da geht es auch schon los. Ich mit dem Hund im Supermarkt. Um Gottes Willen. Da haben Hunde nichts zu suchen. Das Ess mit, da sind Esswaren und alles, das ist einfach so. Müssen einfach auch Orte sein, wo halt keine Tiere, na, das ist meine persönliche Meinung, ja. Und deswegen kommt für mich das nicht in Frage. Aber das, ja, das ist halt meine Auffassung und jeder kann es anders sehen, aber ja. Kommt ja auch auf den Job an. Ich meine, wenn ich im Büro arbeite, dann kann ich den Hund natürlich mitnehmen, weil da ist nicht, ja, da ist dann, wenn ich dann da irgendwie im Büro sitze und nicht viel Krach ist und der Hund hat dann seine Ecke und so, das ist eine ganz andere Geschichte, wa? Aber wenn in der Werkstatt, Alter, nee. Ich habe immer so scherzhaft mich immer zu meinen Leuten gesagt, stellt euch mal vor, ich hätte einen blinden Hund. Dann haben wir so rumgescherzt, so wie wir unsere Arbeiten machen und so und der Hund dann immer da mit Mank und dann fällt was runter und dann frisst er das vielleicht noch oder der arme Hund, ey. Und ich meine, wir Menschen müssen ja schon in so einer Werkstatt das aushalten, ja? Also das ist ja für uns schon manchmal, also ich komme ja selbst an meine Grenzen, was so der Lärm angeht und alles. Und wenn ich mir vorstelle, jetzt so ein Hund, der alles doppelt und dreifach hört und da kommt dann plötzlich unser Gruppenleiter und schleift oder unser Chef und schleift da mal was. Na, Alter, der arme Hund. Das geht gar nicht. Aber naja, gut, vielleicht gibt es ja auch jemanden unter euch, der einen Blindenhund hat und in der Werkstatt arbeitet. Das wäre doch mal interessant. Wie macht ihr das?
Und wie lebt ihr damit? Das wäre doch mal auch interessant. Ja? Also das, ich will ja auch, ich bin ja auch belehrbar, um Gottes Willen. Ja? Ich will auch niemanden irgendwie angreifen oder zu nahe treten. Ja? Vielleicht kann mich auch jemand überzeugen und sagen, du, das geht. Kommt ja auch auf die Werkstatt wahrscheinlich wiederum an. Ne? Aber ja, vielleicht kann ja mal wirklich jemand, der in einer Werkstatt arbeitet und einen Blindenhund hat, vielleicht kann man da wirklich mal einen Bericht drüber machen. Ne? Das ist ja auch mal interessant. Ja, vielleicht lasse ich mich auch überzeugen und sage, oh, das geht ja doch. Und wenn man gewisse Sachen halt beachtet oder so. Ne? Wie gesagt, das sind ja alles auch nur Punkte aus der Sicht eines Menschen, der keinen Hund hat. Ja, ist ja auch immer so. Wenn man es nicht hat, dann sieht man es ja auch anders. Ne? Das ist genauso wie, wenn jemand keine Katzen hat, dann sagt er, oh, nee, Katzen kommen nicht ins Haus, um Gottes Willen, kann ich mir nicht vorstellen und so. Ne? Das, und wenn er dann doch irgendwann mal eine Katze hat, bumm, der sieht das schon plötzlich schon anders. Und genauso ist es ja mit mir auch. Ja. Also jeder versucht natürlich, seine Situation passend zu machen. Und von daher soll das ja auch kein Angriff sein oder keine Kritik oder so, sondern einfach, naja, man kann sich auch gegenseitig überzeugen. Vielleicht gibt es ja auch unter den Blindenhundhaltern verschiedene Leute. Leute, die vielleicht gibt es ja auch die einen, die sagen, nee, also in der Werkstatt würde ich meinen Hund nicht mitnehmen. Zum Beispiel, ja. Meine, es sind ja auch nicht alle gleich. Oder vielleicht gibt es ja auch einen Blindenhundhalter, der zu mir sagt, nee, also so ein wilder Kater und dann mein Hund. Ich kenne auch meinen Hund, wenn der dann mit dem spielen will und dann... Ja, vielleicht gibt es ja auch sowas. Ich meine, es gibt ja unter uns Menschen, und das ist ja das Glück, ja, immer verschiedene Leute. Gut, bis jetzt habe ich immer nur einen Schlag Mensch erlebt, was diese Blindenhundhalter betrifft. Also immer diese, ich bin hier, Leute, und die Hunde waren meistens auch so. So. Was halt wirklich daher kommt, weil die sich halt durchsetzen müssen. Klar, wenn die zu so einem Imbiss kommen und dann sagt der Imbiss, Hund kommt nicht rein. Naja, was willst du machen? Ne? Da musst du halt sagen, mein Hund ist ein Hilfsmittel und bla bla bla. Was für Leute sollen so ein Tier haben? Ne? Aber gut, vielleicht treffe ich ja mal eine oder einen, der voll gelassen ist. Wo der Hund schon alleine die Ruhe ausstrahlt und der Besitzer noch mehr. Und ja, ich wäre auf jeden Fall sehr quirlig, glaube ich, wenn ich so einen Hund hätte. Also, ich hätte den Nerven gar nicht. Aber ich habe mich ja schon einmal geirrt. Also ich hatte auch mal gesagt, Leute, die mobil sind, sind immer so, ah, ich kann alles und bla bla bla. Und ja, und dann habe ich mal einen getroffen. Der war zum Geburtstag bei mir eingeladen und da habe ich auch schon gedacht, oh, der ist total mobil und er wird da bestimmt, wenn ich dann den Weg gehe, dann wird er irgendwie... Dann bin ich mit dem nach Hause gelaufen und ja, da ist der auch hinter mir her und hat sich dann so auch ab und zu eingehangen, ab und zu mal nicht und ist dann so hinterhergelaufen und der Typ war die Ruhe selbst. Also das war keiner von denen, die irgendwie, ach, ich kann alles und ja, nee, und ich gehe jetzt über die Straße und Vorsicht, ich komme, Typ, sondern das war wirklich so ein Typ, der so, ja, ich laufe ich einfach. Ja, geht schon. Und ich so, wo bist du denn? Na, ich bin hier und so neben dir und so. Also man kann sich natürlich auch täuschen. Ne? Nur meistens, wie es im Leben halt ist, man trifft immer einen Typ Mensch. Und dann, ja, manchmal beurteilt man natürlich falsch. Und so geht es mir natürlich auch. Ne? Wenn ich natürlich sage, okay, ich habe bis jetzt nur die und die Leute getroffen, die so und so sind, dann sagt man, ja gut, vielleicht sind ja alle so, was ja gar nicht sein muss. Ist ja wie mit Blinde. Ne? Wir Blinde werden ja auch oft... falsch beurteilt, ja. Also entweder heißt das, die sind alle selbstständig oder es heißt, die sind alle unselbstständig. Die goldene Mitte, von denen redet keiner. Und genau das macht Podcast von Sven Heidenreich. Wir reden über die Blinden, die, ja, die nicht hyperselbstständig sind, die aber auch nicht total selbstständig, also die halt wirklich, ja, die Mitte, die goldene Mitte, sage ich jetzt mal. Ja, ich hoffe, wie gesagt, dass ihr das auch so locker seht wie ich und dass ihr das nicht als Angriff jetzt nimmt und dass ich
einfach nur euch also vermitteln wollte, dass ich eigentlich auch durch mein Leben an sich so geprägt bin. Ne? Wie gesagt, kann sich alles nur ändern. Vielleicht habe ich in 5 Jahren einen Blindenhund und sehe die Sache völlig anders. Ne? Also wie gesagt, das Leben, ich habe mir auch früher viele Sachen nicht vorstellen können. Ne? Und es ist dann letztendlich doch passiert. Also nimmt es nicht als Angriff, sondern nimmt es als so ist es. Es kann aber noch ganz anders kommen. Ne? Weil wie gesagt, der Podcast ist nicht dazu da, um Leute irgendwie was malig zu machen oder, ne? Also das will ich auch immer wieder sagen, wenn ich etwas kritisiere, ist es letztendlich nie extrem als Kritik gemeint, sondern auch als Frage, ja. Also ich kritisiere ja nicht und sage, das ist jetzt so, das ziehe ich voll durch, sondern ich sage ja auch, wie ist es bei euch? Oder gibt es vielleicht jemanden, der mich überzeugen kann? Oder gibt es vielleicht jemanden, der mir die ganz andere Meinung vermitteln kann? Ja, der sagen kann, du, ich bin, also wie mit dem Blindenhund, nimm das jetzt mal als Beispiel. Vielleicht gibt es ja einen, der sagt, du, ich bin ganz cool mit meinem Hund und wir laufen die Straße entlang und ich bin ganz entspannt, mein Hund ist ganz entspannt mein Hund würdest du gar nicht merken und ich bin auch die Ruhe selbst. Ich bin überhaupt nicht in Panik und wenn der halt was frisst, ja, dann kann auch ein Normalsehnen passieren. Ne? Also, wie gesagt, ich habe ja selber einen Hund gehabt früher und wir sind ja mit unserem Hund auch durch dick und dünn gegangen letztendlich. Ne? Und das ist halt, ja. Das war ein Pudel, war was ganz anderes. Und der war extrem quirlig. Amanda hieß sie, ja, und die war ja nun wirklich, ach du. Also wenn du die als Blindenhund genommen hättest, wärst du verlassen. Also die war, aber sie war auf ihre Art natürlich einmalig. Ne? Also das muss man schon sagen. Aber war halt auch auf Räuchern fixiert, ne, auf meine Mutter. Das, also wenn meine Mutter einkaufen gegangen ist und du hast sie irgendwo angebunden, dann hat die natürlich Radau gemacht ohne Ende. Ja? Also da war die natürlich völlig verzogen, sag ich jetzt mal. Ja? Also das meine ich halt, ne? Unterschiedlich und wir Menschen sind alle unterschiedlich und es gibt immer einen, der einen anderen überzeugen kann. Ne? Ja, also das beste Beispiel, Fernbeziehung. Wie oft habe ich gesagt, ich möchte keine Fernbeziehung? Bumm, schon hatte ich mehrere. Es gibt mehrere Beispiele in meinem Leben, wo es sich einfach ganz anders entwickelt. Oder ich habe früher gesagt, ich ziehe nie aus Berlin weg. Niemals, mich kriegt keiner, mich müssen sie raustragen. Ha, 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 wo bin ich jetzt? Also ihr merkt, das ist alles auch immer aus dem jetzigen Standpunkt. Und manchmal benötigt man einfach auch einen anderen, der einen auch das Gefühl gibt, nee, das kann klappen. Ja, das möchte ich einfach damit sagen. Also ja, manchmal ist der andere auch so gelassen, dass er sagt, nee, du bleib ganz cool, da passiert nichts. Ne, so. Und dann verliert man die Angst ja auch. Aber man hat halt Angst um so einen Hund. Klar, das ist... Möchte ja wirklich nicht, dass mein, der sitzt schon wieder hier neben mir, der Kater, ja. Also wenn ich mir vorstelle, der tut einem Blindenhund was oder geht an die Augen, ich würde durchdrehen. Ja, da brauchst du gar nicht so in Spiellaune sein. So ist es. Da würdest du bei mir nicht weit kommen, Dicker. Ja, ja. Der weiß genau, was ich meine. Und ja, also das ist, wie gesagt. Aber wie gesagt, das sind alles Themen, darüber kann man reden und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der mich überzeugt und sagt, du, pass auf, wenn ich zu dir komme mit meinem Hund, wirst du meinen Hund gar nicht merken. Und wenn du ihn merkst, dann merkst du ihn aber der Kater nicht. Ja, vielleicht gibt es sowas, ja. Wie gesagt, ich lasse mich gerne belehren und ja. Und freue mich ja auch, wenn sowas dann doch funktioniert, letztendlich. Ne? Also, aber jeder hat ja bei irgendeiner Sache Bedenken, genauso wie Leute Bedenken haben, mit einem Blinden zusammenzukommen. Ja? Da gibt es auch ganz viele Vorurteile und da gibt es auch ganz viele Leute, die sagen, um Gottes Willen, könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und da
das darf man aber auch nicht verteufeln. Ne? Da muss man einfach sagen, okay, es gibt einfach Leute, die haben diese Problematik. Die können mit dem Blinden nicht zusammen sein. Und ich finde es viel besser, sie stehen dazu und sagen, nee, ich könnte es mir nicht vorstellen, als wenn jemand so das nicht sagt oder so. Ne? Ich meine, bei mir gibt es auch Behinderungen, wo ich sage, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das ist einfach so. Und ja, es ist besser, dazu zu stehen und drüber zu reden und zu sagen, okay, 100% geladen. 100% geladen. Vielleicht gibt es ja Möglichkeiten. 4:39. Aber wie gesagt, das ist alles, wie gesagt, keine böse Kritik, sondern ja, vieles entsteht ja auch aus der eigenen Lebenssituation. Ne? Ich meine, ich habe noch nie einen blinden Hund gehabt. Ja, also was soll ich reden? Ne? Also genauso ist es mit Katzen. Ja, es gibt genug Leute, die sagen, Katzen in der Wohnung, um Gottes Willen, gerade jetzt auf dem Land erlebe ich das. Ja, da habe ich Diskussionen mit Leuten, was heißt Diskussionen? Es gibt so viele Leute, die sagen, oh Gott, eine Katze in der Wohnung und nee, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und dann die Katzenhaare und bla bla bla. Und wo ich dann natürlich da sitze und sage, naja, für mich ist das gang und gäbe. Für mich ist das halt Alltag, ja, Katzenhaare. Also, und da seht ihr schon wieder, ne, der Unterschied, ja. Der eine, der halt wirklich damit lebt und für den ist es normal, der andere sagt, um Gottes Willen, ne, und wenn er sich dann doch irgendwann mal ein kleines Kätzchen anschafft, dann sieht er plötzlich, ach, ist die süß, ach ja, jetzt habe ich eine Katze, ups, Katzenhaare stören mich auch nicht mehr. Und so ist es mit dem Blindenhund genauso, ne. Ich glaube, wenn man einfach den richtigen Menschen trifft, jetzt in meinem Fall, ja, und merkt, es ist gar nicht so schwierig, und auch der Hund ist, wie er ist und passt irgendwie alles zusammen, dann ist es auch egal letztendlich. Ja? Und dann sagt man, dann erwischt man sich plötzlich und sagt, ups, man hat doch vorher was ganz anderes gesagt. Ja, und das ist, glaube ich, der Ausgang dieser Folge hier. Ne? Also der Ausgang dieser Folge soll eigentlich sein, es kommt oft anders, als man denkt. Ja, genau. So kann man die Folge doch stehen lassen. Also vielleicht habt ihr ja auch die ein oder andere Erfahrung schon gemacht, wo ihr was gesagt habt oder eine Einstellung hattet und plötzlich kommt der richtige Mensch in euer Leben und auf einmal merkt ihr, ups, was mache ich hier eigentlich? Ich habe doch vorher was ganz anderes gesagt. Was ist jetzt? Ja? Ich glaube, das haben wir alle mal durchgemacht. Wir haben alle mal irgendwas kritisiert und gesagt, das wollen wir in unserem Leben nicht und bla bla bla. Und auf einmal kommt der richtige Mensch im Leben und dann sagst du plötzlich, oh, jetzt habe ich es doch getan. Ja, genau. So möchte ich die Folge einfach stehen lassen. Dann werde ich die jetzt hochladen. Wie gesagt, seid mir nicht böse, wenn ich das gesagt habe. Es ist ja auch nur eine Feststellung. Ja, und wie gesagt, vielleicht kann mich ja die ein oder andere, in diesem Fall ist es ja nur die, ja, ich will ja eine Frau und kein Mann, ich beide, gut, lass mir das. Deswegen, wie gesagt, ich lasse mich gerne überzeugen. Ob Blackie sich überzeugen lässt, ist mal noch eine andere Sache, aber den, na, Dicker? Vielleicht bilde ich den auch als Blindenkatze aus. Um Gottes Willen. Aber alles nur das nicht. Der führt einen dahin, wo er hin will und nicht wo der Blinde hin will. Der wird wahrscheinlich nur, naja, Fresschen, Dicker, wa? Fresschen, das ist dir wichtig. Ja. Ja, gut, wie gesagt, lasst euch von mir auch bei sowas nicht irgendwie entmutigen oder aufbringen. Wie gesagt, das ist einfach nur eine Meinung und oder eine Feststellung. Wie gesagt, der ein oder andere kann mich da auf jeden Fall überzeugen. Ich bin der Letzte, der sich nicht überzeugen lässt. Ja, also um Gottes Willen. Ja. Auch ich kann mal, also jeder Mensch kann sich mal irren und jeder Mensch kann mal die falsche Ansicht vertreten. Und ja, wie gesagt, vielleicht ist alles in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren, je nachdem, wie lange alles noch dauert, vielleicht ist es ja wirklich alles mal anders. Ja. Dann beende ich die Folge. Das war Podcast von Sven Heinreich, Folge 429. Mal ein bisschen ausführlicher. Und wie gesagt, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.